Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Gamescom 2023. Wir schauen uns heute den Schwerlasttransportsimulator an, genau gesagt Heavy Cargo. Gegenüber sitzt mir der Martin. Und Martin, was hast du mitgebracht? Wir haben ja lange nicht mehr gesprochen. Das stimmt, beziehungsweise beim letzten Mal unter etwas ungünstigen Vorzeichen. Ja, das Material konnten wir nicht veröffentlichen, damals zu Nexim. Das stimmt, ja. Deswegen jetzt richtig und mal ausführlich, ich meine, ihr seid ja schon ein bisschen dran an den Titel. Wo stehen wir da derzeit? Wir stehen kurz vor Feature Complete. Also über die ganze Release-Geschichte werden wir ja wahrscheinlich im Anschluss dann noch reden, beziehungsweise genau. Zum Schluss. Obligatorisch. Ganz genau, obligatorisch. Ja, also wir machen aktuell jetzt die letzten Handschläge, bevor es dann wirklich in den reinen Feinschliff reingeht. Wir haben jetzt hier noch den nicht letzten Stand der Fahrzeuggrafik beispielsweise, weil nicht mehr rechtzeitig fertig geworden. Aber ansonsten Missionen, Spielwelt, alles da. Also vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen für die, die lange nicht mehr eingeschaltet haben, beziehungsweise für die, die zum ersten Mal diesen Titel hören. Was ist genau Heavy Cargo? Wie du es schon quasi anmoderiert hast, Schwerlast-Transportsimulator mit ein paar Kniffen nebenher. Also du bist nicht ausschließlich nur in deinem Cockpit drin. Wer on the road gespielt hat, weiß es, man kann auch bei uns ja auch immer aussteigen. Das hier jetzt mal dieses Feature noch ein bisschen weitergeführt, weil es einfach das Thema hergibt. Das heißt, neben den reinen Transportfahrten bist du auch noch mit dem Transporter unterwegs, spottest da irgendwelche Regionen auf der Map aus, die für einen Schwertransport problematisch sein könnten. Brücken mit niedriger Durchfahrtshöhe beispielsweise oder irgendwelche relativ hochliegende Kanalsysteme, diverse Engstellen unterschiedlichster Bauart. Und auf die Art und Weise schaffst du im Prinzip diese, als Spieler diese Voraussetzung, dass du dann die großen Missionen überhaupt fahren kannst, also dass da bekannt ist eben und wie dann die Routenplanung wird sozusagen. Und dann gibt es nochmal innerhalb der Mission, zumindest bei den ganz schweren Missionen, also ganz schwer im Sinne der Last, noch die Möglichkeit eben auch, dass du einen Charakter wechselst innerhalb der Mission, springst auf jemanden, einen Mitarbeiter von dem Vorausteam, die einmal die Route zu vorbereiten und erfüllst dort auch nochmal Aufgaben. Also quasi von der Story-Erklärung her, wir sind nicht ganz fertig geworden und dann springst du als Spieler da rein. Mhm. Was ja der Fahrer natürlich nicht tut, sondern das übernimmt halt jemand anders, also wechselst du auch auf einen anderen Charakter und musst da dann Leitplanken abbauen, Überfahrplatten auslegen und ähnliche Sachen. Das zum Großen und Ganzen und geht halt dieses Mal nicht um Fernverkehr, sondern um also vergleichsweise kurze Distanzen und dafür, wie man in Sachsen sagt, die Zunge gerade im Mund nehmen, halt sehr präzises Fahren auch. Ja. Lass uns mal reinspringen einfach. Was hast du uns heute mitgebracht? Ich habe heute mitgebracht die Messedemo, so wie sie unten in der Entertainment Area läuft. Die ist im Vergleich zur Demo vom letzten Jahr direkt aus der Produktion rausgeschnitten. Letztes Jahr lief die so ein bisschen nebenher. Und das, wir haben irgendwie festgestellt, es ganz angenehm wäre, jedes Jahr eine Demo zu haben. Ja. Deswegen die quasi dieses Mal aus der Produktion rausgenommen. Was wir hier jetzt dieses Mal erstmalig zeigen, ich mache es jetzt nochmal von hier oben aus, ganz kurz noch, weil ansonsten läuft der Timer. Also die Messedemo ist auch wieder zeitlich terminiert. Ja. Und jetzt im Gegensatz zu unserem letzten unglücklichen Versuch, wir haben kurz danach auf die HDRP, also sprich die neueste Unity Renderpipe umgestellt, was ganz angenehme Verbesserungen in Sachen Reflexion, Performance, Schattenqualität, Shading eigentlich im Prinzip alles bringt. Und das war dann nochmal ein bisschen eine Aufgabe, das ganze Ding auch performant zu gestalten, weil unser Ziel ja am Ende ganz klar Konsolen sind. Also PC natürlich auch, aber muss ja auch auf der Konsole laufen. Und die Demo umfasst eine Mission aus dem schwereren Spektrum, allerdings ohne Vorarbeiten und ohne Zwischenarbeiten. Also es ist wirklich eine reine Fahr- und dann Abschlussmission am Ende. Wenn wir es zeitlich schaffen, wirst du sehen, was ich meine mit Abschlussmission am Ende. Ebenfalls neu dazugekommen, als wir uns das letzte Mal richtig unterhalten haben, das Material verwendbar war, ich muss das auch mal was zu sagen, habe ich doch gesagt, ich kann sie nicht versprechen, da sind sie. Vorausfahrendes Begleitfahrzeug mit eigener Route, der seinen eigenen Stiefel macht, der aber trotz alledem auch auf meine Tätigkeiten als Spieler agiert und reagiert. Da waren wir uns ja noch nicht ganz so sicher, ob wir das machen werden oder ob wir das machen können. Ist jetzt drin. Ich würde das Gefährt jetzt hier einfach in Bewegung setzen. Und ja, wie ihr sehen könnt oder wie man sehen kann,
Und grundsätzlich kann man ganz normal starten oder muss man noch irgendwie Motor anmachen oder welche Einstellungen treffen oder irgendwas? Ja, Motor anmachen, ja. Es gibt allerdings auch wieder den, quasi einen vereinfachten Modus, in dem du eben Gas gibst, während du, wenn du es nicht tust. Jetzt habe ich ja gerade Mist gebaut. Es zieht sich wie ein roter Faden durch. Wenn du, also in dem vereinfachten Modus, musst du dir jetzt keinen großen Kopf machen, über welchen Gang wähle ich vor. Das macht dann die Automatik. Also dieses klassische Vorwärts-Rückwärts-Parken schalten, das geht dann relativ automatisch. Hier kann man jetzt schon mal anhand der Pfützen-Thematik sehen, das wäre früher nicht gegangen. Also dass ich die komplette Reflexion vom Fahrzeug in Echtzeit da einfach mit drin habe. Dann ebenfalls gut hier jetzt schon zu sehen, also sehr viel Kleinkram, das hat, ist anders als das jetzt bei OTR war, da ja noch relativ leer, was so Kleinigkeiten angeht. Da ist jetzt hier schon deutlich mehr passiert, also gerade wenn man jetzt auch mal so an die, in irgendwelche Ecken reinschaut, na, wie man es, ich sag jetzt mal, wie man es erwarten würde, irgendwo am Ende der nicht wirklich nutzbaren Fläche noch irgendwo so eine Ramschecke, wo jeder seinen Kram hingeschmissen hat. Ja, da quält man sich ja schon ein bisschen, ne, wie das so aussieht. Der quält sich jetzt hier gerade richtig hoch, definitiv. Also viel mehr als 9 km/h ist jetzt hier an der Rampe auch einfach nicht drin. Was haben wir da von der Drehzahl her? Oder also kämpft der schon? Der kämpft auf jeden Fall. Also wir können jetzt mal reinschneiden. Also der steht hier im Prinzip am Ende des sinnvoll nutzbaren Bereichs. Ich weiß nicht, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal, als wir uns das erste Mal unterhalten haben. Jetzt bin ich fast ein bisschen spät, aber ich kann das an einer anderen Stelle nochmal zeigen, wenn es um die Thematik Achsberechnung geht. Also hier ist halt nichts vorgegeigelt. Das ist einfach alles physikalisch berechnet. Ich habe ja auch gleich einen ersten Beweis. Dann sage ich jetzt mal, das sind jetzt hier beispielsweise solche Stellen, wo die Straße beschädigt ist, beziehungsweise Gullideckel unter den Turners sind. Hier sind jetzt auch erste Gaffer, nennen wir sie jetzt einfach mal, die einfach rumstehen, sich das Ganze anschauen. Und wenn du jetzt hier auf die Achsen schaust, dann siehst du, zack, zack, zack. Und jetzt, genau, da wollte das jetzt natürlich gerade mal nicht. Egal. Aber, auf jeden Fall geht der über die kompletten Untergründe weg. Das ist eben alles komplett physikalisch berechnet. Also wenn es gerade mal kurz keine Lust hat, auf ein kleineres Hindernis zu reagieren. Wir sind die Sache jetzt noch ein bisschen weitergegangen. Ich werde das jetzt hier selbstverständlich geplant tun. Das ist halt jetzt so eine klassische Punktabzugssituation. Teile der Spielwelt sind Zerstörer. Hättest du die jetzt rausnehmen können, die Laterne? Also demontieren können? Wenn wir das in der Mission vorher festgelegt hätten, dass die demontiert werden muss, dann ja. Aber du kannst die nicht frei, also du kannst jetzt nicht beliebig hinschauen, die ist mir jetzt im Weg, ich baue jetzt auf einmal alle Masten, aber alle Laternenmasten, das ist schon Mission gesteuert. Das ist in der Mission selber ist das gesteuert, aber du hast da dann relativ freie Hand. Der Punkt ist halt einfach, umso mehr Laternen ich wegreiße, was ich nicht müsste, umso schlechter wird meine Bewertung der Mission sein, weil die Stadt findet es natürlich auch nicht geil, wenn man dann einfach mal grob die kompletten Laternen abschraubt. Ne? Ja gut, man könnte ja vorher sagen, ne? Safety first, bevor ich sie mitnehme, kurz demontieren. Aber schlussendlich, da arbeitet ja auch jeder nach dem Prinzip, das darf alles gar nicht genug kosten, wenn es dann doch schief geht, bezahlst du Versicherung. Also. Ja. Gut, also die nächsten Gaffer, wie es aussieht. Ja, genau. Schwerlasttransport hat auch einen Pylon mitgenommen. Der vorne, der hat jetzt gerade mal hier einen noch abgekickt. Also du siehst, die ist auch physikalisch. Ich könnte mit ein bisschen Schwung auch die Bauzäune hier noch mitnehmen. Mhm. Die einzigen, die es gerade nicht mitspielen, sind die Ampeln. Aber du siehst jetzt, das musst du schon eben, wie gesagt, ein bisschen genauer fahren. Was man, denke ich, hier jetzt auch ganz gut sehen kann im Vergleich zum OTR-Fahrer. Es gibt eine gewisse Charakterauswahl, ein paar zur Auswahl kann man sich dann raussuchen. Und die siehst du dann halt auch im Fahrzeug. Und die siehst du auch beim draußen rumlaufen, das hatten wir ja ganz am Anfang. Mhm. Das da auf jeden Fall auch nochmal so ein, ich sage jetzt mal, Punkt nach vorn. Was jetzt hier gerade noch ist, man sieht es hier jetzt auf den Straßen, die jetzt von dem Schwerlast selber nicht beeinflusst werden. Da ist jetzt momentan die absolute Totenstille. Ja. Das wird im Release nicht so sein. Also das hat er gerade letzte Woche fertig gemacht, dass das jetzt dann auch funktioniert. Wir haben es jetzt hier halt hier in der Fassung noch nicht drin. Du musst mal so einen Punkt machen und sagen, okay, jetzt erstmal nichts Neues mehr rein. Nicht, dass wir wieder so eine Situation erleben, dass irgendwas im letzten Moment explodiert. Dann vielleicht jetzt hier auch noch, weil wir gerade an den geparkten Fahrzeugen vorbeifahren. Du siehst auch, das ist auch nicht mehr die KI-Fahrzeuge aus OTR. Und es gibt Döner. Ich wollte es nur noch mal sagen.
Es sind nicht mehr die OTR-Fahrzeuge, das ist halt auch alles komplett neu. Also hier ist von dem, was ursprünglich mal, was wir gedachten zu übernehmen, ist so viel nicht mehr übrig, ehrlich gesagt. Ja. Da halt alles irgendwie mal auf dem aktuellen Stand gebracht. Jetzt versuche ich hier nochmal. Und jetzt sehe ich unten rechts, da steht Anhängerlenkung automatisch. Ja. Kannst du die theoretisch jetzt umstellen? Also auf manuell oder auf, also... Hier ist sie noch limitiert, aber okay. Du hast dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf manuell beispielsweise, beziehungsweise gibt es für die Nachläufer, also wenn du jetzt die Beladung quasi zwischen zwei Dollys hängen hast, für die Nachläufer gibt es sogar noch einen dritten Lenkmodus, da gibt es noch den Follow-Modus. Ja. Bei dem Follow-Modus ist es so, dass die Steuerung im Prinzip, der das relativ egal ist, wie weit die Ladung eintaucht, sondern da wird der hintere Dolly exakt der Fahrspur des vorderen folgt, sofern es ihm physikalisch möglich ist. Mhm. Das ist gerade, wenn die Beladung oberhalb von Hindernissen wie Leitplanken beispielsweise hängt, insgesamt aber deine Fahrspurbreite nicht allzu breit ist, dann nimmst du an der Stelle dann die Follower-Steuerung. Und wenn du vorne keinen Mist baust und du den vorne richtig durchziehst, wird er hinten exakt die gleiche Tour mitmachen. Und damit kriegst du auch mit vergleichsweise gigantischen Transporten, teilweise Autobahnauffahrten gefahren, ohne dass du da irgendwo erstmal noch eine Leitplanke abnehmen musst. Das sieht dann ein bisschen skurril aus, sage ich jetzt mal, oder so, du sagst, okay, das kann eigentlich nicht funktionieren, aber es funktioniert tatsächlich am Ende. Dann haben wir hier jetzt auch gerade, glaube ich, ganz schön die Erhöhung beim Detailgrad, also so kleine Baustellen am Rand oder hier liegt halt ein bisschen Ramsch und Müll rum, was man jetzt von der Stadt erwarten würde. Und wie gesagt, das sind halt alles so Dinge, die irgendwie im Laufe der Zeit dazugekommen sind, was wir ja vorher so nicht hatten. Ja. Dazu vielleicht auch noch eine Sache. Wir hatten ja im OTR irgendwann angefangen, ja auch ein bisschen, zumindest im äußeren Bereich, ein Styling zuzulassen. Hier für das Fahrzeug haben wir es jetzt mal ein bisschen mit Wimpeln und hat jetzt gerade ein bisschen geschüttelt. Wimpel, Funkgerät, was schüttelt er jetzt? Du hast einfach kein Glück. Der Dino auf seinem Protest, solche Kleinigkeiten, ja, die du dir halt einfach in deinen Cockpit reinheften kannst. Und das halt noch ein bisschen zu individualisieren. Aber wie gesagt, die Grafik jetzt vom Fahrzeug selber ist noch nicht die finale. Vielleicht kannst du noch einmal auf die Hindernisse eingehen. Sprich, welche Sachen müsste man jetzt demontierter zur Seite stellen? Leitplanken hattest du schon gesagt. Was kommt noch hinzu? Verkehrsschilder sind ein Klassiker. Also, dass die entweder rausgezogen oder halt abgeschnitten werden. Ja. Laternen sind momentan noch mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Ampelanlagen wird es nicht geben, die sind ja jetzt, das hat man jetzt in der Mission schon rumgedreht. Also die werden ja quasi ausgeklinkt und dann, also die Schrauben rausgemacht und dann wird der obere Teil einfach rumgedreht. Das, sage ich mal, aus Gameplay-Sicht reicht das vollkommen, das so zu tun. Ja, ja, ja. Weil es ist ansonsten ein sehr komplexes Thema, die ganze Steuerung und so. Jetzt haben wir hier nochmal, stimmt, da kann ich das nochmal zeigen. Ich steige jetzt einfach mal aus. Hier siehst du halt, das folgt alles den Hindernissen, die es gerade gibt. Sei es die Überfahrplatte oder sei es hier noch das Ende der Straße, macht da physikalisch alles mit und am vorne die letzte Instanz dann der Schwanenhals, der ebenfalls nochmal die Neigung anpasst, damit das ganze Fahrzeug am Ende des Tages irgendwo auch zusammenpasst. Ja, und hier die Gaffer und eine etwas schiefe Werbetafel. Und halt eben wieder die Polizeiabsperrung. Du könntest jetzt natürlich auch sagen, okay, ich fahre jetzt hier geradeaus weiter, kegel einfach die Poller weg, die kannst du auch wegfahren, die Hütchen. Okay. Ja. Dann kommst du aber an den Punkt, dass du zurückgesetzt wirst, weil diese Routen, die sind ja festgelegt. Da, ja. Da kannst du nicht einfach mal sagen, ach nö, ich entscheide mich heute mal anders. Das muss man halt, ich sag mal, gameplay-seitig noch dann abfangen. Und da haben wir uns für ein ganz klassisches Reset entschieden. Also wenn du die Route verlässt, wird ja eigentlich relativ genau gesagt, wo die Route lang geht. Und wenn du dich dagegen entscheidest, dann ist das eben so. Dann geht's zurück. So, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Also reines Fahren und Spotten, was ich alles schon erzählt habe. Das ist nicht das Einzige, was im Spiel mit drin ist. Der nächste Teil ist dann da geparkt. Der ist jetzt vielleicht für die Aufgabe ein kleines bisschen klein. Aber für die Demo unser Kandidat, unsere Wahl quasi. Noch einmal komplette Kranphysik-Simulation hier jetzt vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Alles was User Interface in der Demo ist, ist nicht final. Also wir bauen die gerade um. Die wird gerade finalisiert. Der einzige Ausnahme war, glaube ich, der Ladebildschirm, der schon ziemlich final ist.
Der Rest ist jetzt gerade noch in den letzten Zügen und wir haben quasi die neue UI läuft parallel zu der alten. Also wir können entweder oder und wir hätten jetzt hier noch nicht alle Funktionalität, deswegen einfach gezeigt die alte und die neue, wenn eine Adresse besteht, können wir da Bild und zur Not auch Videomaterial davon präsentieren. Ja, jetzt hier mal raus. Das wäre jetzt quasi so der klassische Abschluss dann der Mission, wäre dann die Ladung. Das wird nicht bei allen Missionen der Fall sein, die Beladung dann halt auch noch an den Bestimmungsort quasi zu bringen. Das wäre ja auch so eine Markierung auf dem Boden. So, und welche Frachten, was hast du gesagt, haben wir noch? Das ist der Autoklav, was kommt noch? Wir haben, ich würde sagen von bis, also vom Traktor, Mähdrescher, Betonelemente, generisches Element 1 bis 5, große Maschinen, also du hast ja nicht nur solche riesigen Fahrzeuge, ich glaube mal, dass du noch mit dem Tieflader unterwegs bist. Trafo hatte ich glaube ich schon, Betonteile, Fertigteile, Tanks, Flugzeugteile, komplette Züge, also so Nahverkehr, Straßenbahn, irgendwas, also ja. Ja. Die Antwort lautet ja. Und zusätzlich zu denen, die wir schon im Projekt drin liegen haben, haben wir dann nochmal eine ähnlich lange Liste für die Zeit danach. Also ihr plant schon mal darüber hinaus, nach dem Release geht es weiter, ja. Mit diversen Ideen. So, jetzt warten wir noch, dass du deine Mission hier abgeschlossen hast. Du willst mir jetzt dabei unbedingt zugucken, ne? Ja. Hast du Zweifel, dass du es nicht hinbekommst? Hinbekommen schon, aber ich glaube, es wird nicht sonderlich gut aussehen, weil ich es gerade mal wieder sehr effektiv geschafft habe, mich mit der Beladung in meinem Ausleger zu verhaken. Ach so. Ich glaube, ich löse das Problem gerade einfach durch Schwung. Oder treff die Hausmann. Das geht jetzt mit viel Liebe, geht das rum. Mit viel Liebe. Ja. Aber ja, ist halt auch alles berechnet. Also nichts mit irgendwie vorgeigeln, ja, sondern ja. Einmal bitte richtig. Was wiegt so ein Ding? Ich glaube, der ist aktuell mit in der Fahrphysik, aber ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Mit einiges über 100 Tonnen verankert. Also ja. Der ist schon stabil. Ja. Jetzt dreht er sich natürlich, jetzt hat er Bock dazu. Naja, ich stelle ihn jetzt einfach ab. Alles gut. Mission abgeschlossen. Martin, wann soll es rauskommen und für welche Plattform? Also rauskommen, erstes Quartal nächsten Jahr. Wir hatten ja eigentlich alle den großen Wunsch gehabt, dieses Jahr noch fertig zu werden. Ja. Wird aber nichts mehr. Aus verschiedenen Gründen. Alles gut. Bringt uns aber in eine sehr angenehme Situation, nämlich noch ein paar Monate Zeit für Feinschrift zu haben. Ja. Also du merkst schon, ich mach's nicht ausschließlich an uns fest, dass es ein bisschen später wird. Ja. Dafür allerdings simultaner Release für PC, PlayStation 5, Xbox Series. Mhm. Und wenn es klappt, ohne Versprechung, die ich definitiv nicht abgebe, die 4 und die... Ja. Ich glaube, da war der Wunsch auch nochmal da, glaube ich, von der Community, dass ihr die auch nochmal mitnehmt. Aber ihr versucht's. Wir versuchen's. Aber man muss halt einfach bedenken, natürlich ist es ein Schritt nach vorne und es kostet einfach deutlich mehr Ressourcen. Ja. Wie weit wir es zurückgebaut bekommen, damit es auf Last Gen noch läuft, Das wird das Portierungsteam zeigen müssen. Und demnach kann ich da leider aktuell gar keine Aussage dazu machen. Wenn, dann wird es später werden. Also der Fokus liegt wirklich auf Current Gen und PC. Wenn es wird, dann etwas später. Wir wären blöd, wenn wir es kategorisch ausschließen würden und sagen, nee, haben wir jetzt keinen Bock drauf, das wird nicht passieren, aber wenn es nicht geht, dann müssen wir das halt einfach akzeptieren. Ja. Oder wenn es ein derartig harter Aufwand wäre, dass wir sagen, okay, ja, schön, dauert jetzt halt 2 Jahre, dann brauchst du natürlich mit Last Gen nicht mehr anfangen. Ja. Ne? Ja. Das ist auch logisch. Martin, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das ausführliche Update. Danke dir. Ich bin gespannt dann auf den Release und weiterhin viel Spaß und Erfolg auf der Gamescom. Ja, vielen Dank. Ja.